Also der Begriff Tierwohl wird ja häufig in der Öffentlichkeit verwendet und jeder deutet den Begriff ziemlich unterschiedlich. Ab wann kann man von einer artgerechten Haltung sprechen? Frage an alle, was bedeutet Tierwohl eigentlich für Sie persönlich, Frau Singer? Vielleicht wollen Sie mal starten. Ja, Tierwohl heißt einfach, die Tiere sind gesund und die Tiere fühlen sich wohl. Und ich meine, das kann man an vielen Kriterien feststellen, die Eutergesundheit. Und sehen tut man es einfach, wenn Tiere ausreichend Platz hat, wenn sie Klimareize haben. Also man erkennt es, wenn Tiere sich wohlfühlen. Und wie gesagt, die Tiergesundheit spielt natürlich eine ganz große Rolle. Herr Dr. Herz, haben Sie da was hinzuzufügen? Ja, die Frau Singer und meine Wenigkeit, wir haben ja zurzeit immer noch mit aktiver Tierzucht zu tun. Ich glaube, der Herr Borchert stammt auch aus einer landwirtschaftlichen Familie. Herr Borchert, ist das richtig? Nicht, dass ich Ich ihn bin, unterstelle. nein, ich bin mit Leib und Seele immer Landwirt gewesen, aber Okay, in dann. meinem Alter macht man das dann etwas zurückhaltend. Okay, dann sprechen wir alle drei, glaube ich, aus einer gewissen Praxis. Ich persönlich habe inzwischen ein bisschen mit Sorge beobachtet. Herr Bechstedt, Sie haben ja anmoderiert, die Gesellschaft außerhalb der Landwirtschaft hat hier teilweise einen anderen Begriff. Also ich bringe Ihnen jetzt ein Beispiel. Mein Sohn hat eine Mutterkuhherde. Und die habe ich gestern mit ihm zusammen von einer Weide auf die andere getrieben. Und dazu haben wir natürlich einen Stock in der Hand. Und es bilden sich dann ein bisschen kleine Autoschlange hinter der Herde, bis wir von der Straße weg sind. Und dann hat zu mir ein Autofahrer gesagt, jetzt wollen Sie die Tiere damit auch noch schlagen. Ich will damit sagen, ich hatte den Stock in der Hand, um den Tieren ein bisschen Respekt zu geben vor uns beiden, dem Sohn und ich. Wir wollen die Tiere damit nicht quälen, sondern wir wollen sie zur nächsten Weide bringen. Und in der Gesellschaft ist hier eben ein Begriff entstanden, der uns Landwirte Sorge macht. Denn ein gewisser Respekt ist nötig, aber wir wollen die Tiere natürlich nicht quälen. Und die überwiegende Anzahl der Landwirte geht mit ihren Tieren natürlich sehr pflegsam und sorgsam um. Herr Borchert, spricht ein Stock gegen das Tierwohl? Natürlich spricht ein Stock nicht gegen das Tierwohl und ich greife das auf, was Frau Singer gesagt hat. Das Grundlage des Tierwohls ist sicher, dass die Tiere gesund sind, sich wohlfühlen. Nur Wohlbefinden der Tiere hängt natürlich auch von der Art der Haltung ab. Wir sehen das bei Mastschweinen und wir müssen jetzt im Detail definieren, wie wir Wohlbefinden und Tierwohl definieren. Wenn wir es nicht machen, dann machen es für uns andere, denn es ist ja nicht so, als wenn wir die Änderung der Gesellschaft zur Einstellung und zu den Erwartungen, was Tierwohl ist, einfach so laufen lassen können, als würde uns das nicht interessieren. Dann kommt es zu weiteren Klagen und dann definieren Gerichte, was Tierwohl ist. Und ich finde, wir sollten nicht so lange warten, bis wir weitere Gerichtsurteile haben, sondern sollten als Bauern selber definieren, was Tierwohl ist, was für uns eine artgerechte Tierhaltung bedeutet und uns dies nicht durch Klagen und Gerichtsurteile von außen vorschreiben lassen, sondern wir selbst die Veränderung in die Hand nehmen und nicht die Veränderung durch Urteile erzwungen werden. Und wir arbeiten ja in dem Kompetenznetzwerk, Sie haben das ja erwähnt, und Frau Singer ist ja selber auch in einer der Arbeitsgruppen intensiv an den genauen Definitionen, was Tierwohl in den einzelnen Stufen bedeutet. Und da zeigt sich natürlich, dass es hier teilweise um sehr kontroverse Fragen geht. Aber ich glaube, wir müssen den Weg gehen. Wir brauchen die Akzeptanz der Gesellschaft. Wir können auf Dauer nicht Tiere halten gegen die Vorstellung der Gesellschaft. Wir brauchen die Akzeptanz. Und wir brauchen die Akzeptanz auch, um zu verhindern, dass es zu weiteren Klagen und Gerichtsurteilen kommt. Ich erinnere an das Urteil zum Kükentöten oder an das Urteil zur Kastenstandhaltung der Sauen. Das bringt die schnelle Umstellung, die dann durch das Urteil gefordert ist, bringt die Sauenhalter in große Probleme. Und hier sollten wir die Entwicklung selber in die Hand nehmen und nicht auf weitere Urteile warten und Tierwohl im Einvernehmen mit den Bauern sehr genau definieren.